Hallo Leute, hier ist Darku von Darkune mit dem Spiel Hatred. Ein, ja, wie nennt man das? Sehr umstrittenes Game, würde ich jetzt mal sagen, was dieses Jahr rausgekommen ist. Es ist heute erschienen für 16,99 war das, glaube ich. Und habe mir mal einen Trailer angeschaut. Es hat mich ziemlich angesprochen, sage ich mal. Es war interessant, es sah interessant aus und ich habe mir gedacht, ja komm. Holst dir, für 17 Euro kannst du nicht viel falsch machen und dann hat er Gehü. Ach du Schande. Ich spiele mal lieber auf leicht. Ich kann mir vorstellen, was da passieren wird. Leute unter Qualen hinzurichten, füllt deine Gesundheit wieder auf. Das ist der einzige Weg der Heilung. Wow, okay. Passe deine Waffe der Situation und verschwinde dein Sturmgewehrmunition nicht für einzelne Gegner. Okay. Oh. Verwende Gamepad, Right Stick zum Bewegen und Gamepad Left Stick zum Umsehen. Ist nicht umgekehrt? Ist umgekehrt. Halte L3 zum Sprint. Was ist denn L3 schon wieder? Ah, okay, reindrücken. Okay, verstehe. Ohne Filmsequenz, ohne gar nichts, ohne alles. Renn auf dieses Hindernis zu, um drüber zu springen. Okay. Jo. Munition erhalten. Halte R3 jederzeit, um aktuelle Aufgabe zu sehen. Was steht da? Ausrüstung und Charaktere auf dem Bildschirm hervorzuheben. Das ist. Einfach nur. Achso, R3, den. Ah. Oh. Okay. Was gibt's denn hier? Munition erhalten. Okay. Geh zum Schießstand. Ist der hier drin oder was? Ja. Verwende rechter Abzug zum Schießen in die Richtung des Fadenkreuzes. Okay. Okay, verstehe. Wie viel Munition habe ich denn? Ah, da. Drücke X, um nachzuladen. Okay. Gut, verstehe. Gehe zum Schießen. Ja, ich bin schon beim Schießstand. Schießstand. Drücke X, um nachzuladen. Verwende linker Abzug zum Zielen. Rechter zum. Oh, wow, wie heißt das? Die Sensitive ist sehr hoch. X zum Nachladen. X, nein, nix. Geht zum Wurfstand. Okay. Wo ist denn der Wurfstand? Ist der Wurfstand hier? Ja, tatsächlich. Drücke rechte Schultertaste, um eine Granate in die Richtung des Fadenkreuzes. Also, die hier? Tatsächlich. Oha! Das bumst aber. Drücke D-Pad runter, um den Granatentyp zu bestimmen. Das heißt, ich habe hier noch Molotow-Cocktails? Kann ich das werfen? Jetzt. Wow! Verbrenne, was übrig geblieben ist mit dem Molotow. Was ist denn da übrig geblieben? Ist er übrig geblieben? Ja, komm. Hab ich den noch? Ich glaube, ich habe nichts mehr, oder? Oder muss ich hier nochmal reinwerfen? Irgendwie Nee. Töte deinen betäubten Gefangenen. Was? Töte deinen betäubten Gefangenen? Wo ist ein betäubter Gefangener? What the hell? Ach du Schande! Wo hab ich denn hier einen Gefangenen? Sag mal, guck mal einer Schau. Ach, da hinten! Da drin! Und wie? Wie komme ich denn da rein? Ich muss mich mit der Steuerung erstmal zurechtfinden, weil das ist ganz schön. Drücke B, um zu ducken. Da ist er. Heute mit Qualen hinzurichten, füllt deine Gesundheit wieder auf. Und wie mache ich das? Y, Hinrichtung. Oh! Ach du Scheiße! Okay, ach du Schande. Alter. Verlasse den Keller. Na gut, dann gehen wir mal raus, ne? Wo gehst du dir raus? Ach du Scheiße. Ah, da hinten. Okay, das ist ja awesome. Ducken? So? So, dann düse mal rüber hier. Renn auf das Hindernis. So, whoop! Ich bin nur hingerannt. Yep. So, jetzt kann ich hier raus. Okay, das war das Tutorial. Gut.
Okay, das ist ja, wow. Okay, da habe ich, er hatte dann mal eben so einen Gefangenen drin, den hat er betäubt gehabt und dann hat er ihn einfach mal eben so mit einem Messer umgenietet. Okay, der Plot dahinter ist, er hasst die Menschen, er hasst die Menschheit und deswegen will er sie ausrotten. Also so habe ich das verstanden. Was aber die Frage sich mir stellt, ist, warum hasst er die Menschen? Das ist die Frage. Es gibt viele Gründe, warum man die Menschheit hassen könnte, eventuell, ne? Aber ich sage, die Rezensionen des Spiels sind bisher ganz gut. Also sehr positiv My auf Steam. name is not important. What is important is what I'm going to do. I just fucking hate this world and these human worms feasting on its carcass. My whole life is just cold, bitter hatred. And I always wanted to die violently. This is the time of vengeance, and no life is worth saving. And I will put in the grave as many as I can. It's time for me to kill. And it's time for me to die. Okay, das heißt, ich habe jetzt hier den Quest oder die Aufgabe, besser gesagt, einmal eben eiskalt Leute umzubringen. Weil er Leute doof findet. Kann ich vielleicht noch irgendwas einsammeln hier? So ein Secret oder sowas? Vielleicht gibt es ja hier irgendwas, so Secret-artiges oder sowas. Man weiß es ja nicht, ne? Also ich bin ja neu in diesem Gebiet, kann man sagen, des Shootings, whatever. Es ist, obwohl es ja kein richtiger Shooter. Es ist ja eher mehr so ein, ja, Vogelperspektiven. Geballere, so ein bisschen wie das alte Super Nintendo-Spiel mit Zombies at My Neighbors oder wie das heißt. Da sind Menschen und die kille ich jetzt einfach mal. So, okay. So, umgenietet. Hinrichtung, Hinrichtung, komm, gib ihm. Den kann ich auch noch hinrichten. Hallo, Schande. Warte mal nach. Kommen die Bullen eigentlich irgendwann mal? Ich meine, ich habe mal eben gerade so drei Leute umgebracht, mal so just for fun. Was sind Leute drin? Kann ich eiskalt reinspringen so? Ich kann. Jetzt komm, jump rein da! Komm! Ja, genau so! Und jetzt komm, hau auf das Ding hier! Oh Gott, ey, das ist ja. Hat einer in die Rezension reingeschrieben, bestes Depressionsheilmittel oder beste Depressionstherapie. Dachte ich mir so, wow, wie sind. Wo kommt der denn an? Wer ist das denn? Wer ist er denn hier? Pups. Oh mein Gott. Das ist überraschenderweise extrem spaßig. Ich hätte nicht. Oh, jetzt kommen die Bullen. Jetzt geht's los. Jetzt geht's aber rund hier, oder? War ja klar, dass die irgendwo da auftauchen. Also ich kann scheinbar. Jesus Christ! Komm her! Überraschenderweise ist es echt tatsächlich unterhaltsam. Komm, lauf nach. Also, kann ich Waffen wechseln? Habe ich irgendwie noch eine andere Waffe außer die? Ich glaube nicht, oder? So sind, wie schlau sind die Bullen? Sind die clever oder sind die nicht so clever? Nochmal ein paar Typen. Na komm! Only my weapon understands me. Ja. Ups. Wow, wow, wer schießt denn? Ah, der Bulle. Oha. Ich bin eigentlich gerade ganz froh, dass ich auf leicht gestellt habe. Ich habe nämlich Angst, dass ich hier, wenn ich hier. The first human shields. Das heißt, er muss ja eigentlich extrem schlau sein, wenn er sowas macht. Auf der einen Seite. Welcome to your nightmare, Mother. Aber jetzt eine andere Waffe? Wie kann. Ah, wow, 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 wow. Lass mich in Ruhe. Wow. Ah, so weit aus. Oh, ja. Okay, gib ihm, sag ich mal, ne? Ach, da sind ja noch mehr. Ich muss mir mal in die Controls richtig reinkommen. Ist die so richtig drin oder nicht? Ah, jetzt habe ich durch die Pistole. Die aber überhaupt nichts bringt. Die kann ich auch werfen. Da bringt es, glaube ich, mehr. Okay, das heißt, I give it a try. Ich versuch's mal. Alter. Kann ich mir auch einen Wagen klauen oder sowas?
Ich muss aufpassen. Ich muss auch. Ich darf die Munition nicht verschwenden. Na komm, Wechselwaffe. Come on! Los, kriegst du ihn hin? Kriegst du ihn hin? Ich darf meine wertvolle Munition, also die von dem großen Gewehr, darf ich nicht verschwenden in diesen kleinen Viechern. Die soll ich an den großen Horden sozusagen verschwenden. Ins Fahrzeug steigen. Ich kann tatsächlich mir so ein Fahrzeug schnappen. Die Frage ist, wie fährt man? Ah, für die Handbremse. Okay. Ach, Schande. Oh, ich fahre hier gerade spazieren, ehrlich. Wie fährt man hier? Okay. Ich fahre mal Ich fahre hier gerade echt. Oh Gott, die Controls sind. Oh Gott. Ich muss hier raus. Raus. Okay. Gut. Oh ja, ich dachte, dass sowas passiert. Okay, komm, Rainer. Jetzt aber. Auf ein neues. Gib ihm. So, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich glaube, ich habe gar kein richtiges Ziel, oder? Wow, die Controls. Wow, er reißt durch, oder? Er geht voll ab, oder? Verwüste den Markt. Wo ist denn der Markt? Ist das hier richtig? Ups. Oh, da sieht gut aus. Da sind viele Menschen drin. Okay. Gib mir mal die andere Wumme hier. So. Gib mal die Knarre. So. Okay. Dann gehen wir da mal rein. Und, ich würde sagen, düsen wir mal direkt durch die Fenster hier. So, hier sind nämlich ganz viele Leute und, gib mir mal die andere Wumme. Na, gibst du mir die? Danke. Wow! Oha, jetzt kommen wir mit den harten Geschützen hier, oder? Wow. Okay, komm, gib ihm. Oha. Oh, die Wumme von ihm ist voll gebackt. Ah, du Schande. Ah. Scheiße. Oh, fuck. Jetzt kommen hier die ganzen Bullen. Ich meine, ich habe jetzt gerade mal das. Komm, gib mir ein bisschen. Das heißt, das gibt ihm Energie. Das finde ich ja interessant. Ich versuche immer den psychologischen Aspekt hinter sowas mal gerne zu sehen. Auch wenn ich. Wenn ich natürlich keine Ahnung davon habe. Aber ich versuche mal zu erkennen, wieso dieser Typ das macht. Also, er hasst die Menschen. Ja, okay, das haben wir rausgefunden, ne? Er hasst die Menschen. Er will die Menschen ausrotten. Aber die Frage ist, wieso? Bums. Die Augen schon? Ei, komm, gib ihm. Die haben ja auch echt hier das ganze Arsenal, oder? Das ist echt schwer. Ich will gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn ich hier auf den schwierigen Schwierigkeitsmodus gegangen wäre. Okay, den habe ich umgenietet. Oha. Alter, ich muss voll aufpassen, ehrlich. Ich muss übel aufpassen. Lad nach. Reload. Nimm mal die andere Wumme. Die andere. Die Dreier. Na, komm. Hä? Da. Die wollte ich haben. So, ins Auto. Wir müssen mal woanders hindüsen. Ich weiß noch nicht wohin, aber ich fahre mal ins Blaue. Hoppala. Also die Entwickler wollten ja mit diesem Spiel auch ein klein wenig provozieren, deswegen finde ich es echt interessant. Also es ist ja sehr... Oha, die Controls. Diese Controls sind wirklich sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Trotz alledem... Hallo Scheiße. Reinige die Polizeistation. Wie komme ich denn da hin am besten? Ist das die Polizeistation, wo ich hier gerade bin? Schauen wir uns das mal an, oder? Also. Obwohl, hier ist ein Gefängnis. Oder? Oh, Alter, das ist übel.
Oh, meine Güte! Das war echt ein bisschen extrem, oder? Hab ins Auge mit ihm, oder? Ins Auge gestochen. Muss ich wirklich den Typen da in der Gefängniszelle killen? Der tut mir ein bisschen leid. Weil der gar nichts dafür. Eieieiei, ich wollte mir mal hier die Niveau mit klauen. Komm her! Ich hab mich auch erwischt. Ei. Eieiei. Ei, ich glaube, ich sterbe. Uppala! Will ich sterben. Komm, gib mir die Hinrichtung. Oh, schön, hab Energie gekriegt. Mit ihm hier. Dann mit ihm. Dang it, Alter. Ich muss noch echt. Reger Verkehr, oder? Oh Gott, dang it. Die haben aber auch die andere Moon am besten. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die Waffen richtig wechsle. Alter! Halt dein Maul und stirb, okay. Eiskalt, oder? Er ist eiskalt. Da kommt ihn auch noch hier. This is more than a killing spree. Eine Mission. Ich würde echt gern wissen, was da passiert ist mit ihm. Also, ist hier irgendwo ein Nest oder sowas? Aber ich höre mich schon, dass die... Wann habe ich denn das ausgerüstet? Das habe ich doch gar nicht ausrüsten wollen, oder? Die Hinrichtung. Alter. Jetzt fange ich auch an, Leute abzufackeln. Oha. Also ich versuche gerade echt mich aufs Spiel zu fokussieren, man muss sich extrem konzentrieren, wirklich, man muss sich extrem konzentrieren. Man muss sich schon sehr konzentrieren, muss ich sagen. Also ich weiß ja auch nicht, wie lang dieses Spiel ist. Also ich finde es schon wirklich äußerst interessant. Kann ich immer wieder sagen. Oha, ich bin mich umnieten. Guck ihn ja, wie er da versucht, wie ich abzuballern, was aber nicht so ganz klappt. Okay, ich glaube, ich habe alles, oder? Habe ich die Polizeistation gesäubert, wie er es so schön nennt? Oder nicht? Ah, da ist noch einer. Kann ich nicht aus dem Fenster springen? Kann ich nicht aus dem Fenster springen? Ne, kann ich nicht. Draußen rennt noch einer rum. Also der muss noch drauf gehen. Ah, komm. Ja, da ist sogar noch ein Zweiter. Hab's ja nicht. Also ich habe sehr viel vorher schon von diesem Spiel gesehen. Gehört und viele haben sich beschwert, so von wegen, ja, ist voll Klischee und bla. Das geht doch nur wieder gegen die Gamer, bla 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 bla. Gott, am Anus geht es gegen jemanden. Das könnte gegen jeden Menschen gehen, technisch gesehen, wenn es richtig erkennt. Hoppala. Technisch gesehen betrifft diese Beschreibung, könnte diese Beschreibung auf jeden Menschen zutreffen. Technisch gesehen. Ich sag nicht, dass es so ist, aber es könnte sein. Ah, da ist auch einer, verdammte Axt. Oh, geschafft? Cool, das war wohl alles. Okay. Und nü? Vernichte die Bevölkerung. 8 verbleibend? What? What? Seriously? 8 verbleibend? Heißt das... Weißt du gerade, ich habe unten links ein Radar. Ich achte überhaupt nicht auf das Radar. Ich sehe hier gerade nur Menschen und... Da, komm her. Da unten sind noch Menschen. Ich sehe da unten noch was. Getroffen? Nein, da ist noch was. So, tot. Heieiei. Es muss doch eine Hintergrundstory geben, oder? Ja, komm her. Lauf. Komm her. Oder gibt es keine Hintergrundgeschichte? Ist das einfach so? Das ist einfach so, weil er pissed off ist. Auf die Menschen. Oder auf die Menschen, wird gesagt. Ist das unten? Ja, das ist unten, glaube ich. Schietikowski. Boah, ich muss da unten. Das heißt, da hinten. Da hinten sind sie alle, oder? Das passiert auch, wenn er ein... sagen, das passiert, wenn er ein Kunstwerk macht, dann nennt er das auch Zeit zum Töten. Egal, was er zeichnet. Ah! Da kommst du her. Ich stehe vor ihm und treffe ihn nicht. Ich muss ein extrem schlechter Schütze sein, glaube ich.
Oh. Ah, wie ist die Nummer? Hm. Okay, kann ich das Radar vielleicht irgendwie... Nee? Kann ich das Radar vielleicht irgendwie mehr einblenden? Nee, ich glaube nicht. Wo sind denn hier noch Menschen? Hab ich alles erledigt? Wie kann ich nochmal rein? Hä, das Auto kann ich nicht nehmen? Hä? Ich suche gerade die... Ah, hier. Verwüste den Markt. 4 verbleibend. Okay, 4 Menschen sind hier noch irgendwo. Das heißt, danach habe ich die ganze Stadt ausgerottet. Oder was? Sehe ich das richtig? Ja, wo bist du denn? Wo sind sie denn hier? Ah, da hinten sehe ich was. So ein Qualm des... So. Na komm, gib ihm. Die Wuffe, ja. Die Wumme, die in der Luft hing. Ja, ja, es hat ein paar Bugs. Okay, es hat ein paar Bugs. Okay. Hier ist noch ein Auto. Hier kann ich reingehen. Okay. Da könnte ich dann... Eine Sekunde, bitte. Verzeihung. So. Mal schauen. Also, ich muss jetzt noch den Rest der Bevölkerung finden, der hier irgendwo abhängt. Und ich muss mit diesem Auto irgendwie klarkommen. Mit dem Auto nicht ganz klar. Okay, irgendwo... Da sehe ich noch was. Oh, da sehe ich noch ein paar sogar. Moment. Moment, das kann ich zu Fuß erreichen. Das geht vielleicht schneller. So, okay. Da ganz unten irgendwo ist noch was. Ich da lang gehe. Hä? Ich sehe nichts da. Okay, passt. Okay. Ich weiß noch nicht, wo ich sie vernichtet habe, weil hier noch welche rumlaufen. Verlasse den Distrikt. Okay, dann laufe ich mal weg hier. Ich glaube, er blutet, oder? Er blutet. Er hat hinten im Rücken irgendwas Rotes, irgendwas Blutiges, keine Ahnung. X ins Fahrzeug, please. Okay, den Distrikt verlasse ich, indem ich nicht rückwärts fahre. Rum. Hä, da ist ein Ausrufzeichen. Hä? Hey. Okay. Hä? Hab ich gewonnen? I never thought it would be so easy to slaughter my whole neighborhood. I can feel their pain. Their suffering flowing through my veins. It's like the most intense drug. And I need more. Much more. The human shields have arrived. I'll hide and prepare an ambush. It's time to shoot some canned meat. Okay, das heißt... Okay, das stimmt. Ducken kann man sich ja auch. Ich Vollidiot. Hab ich gar nicht gemerkt. Okay, also. Wow. Schauen wir das erste Kapitel gewesen zu sein, denke ich mal. Das, oder der Prolog oder whatever. Halt, wie es halt so abgeht. Und es wird wohl noch krasser werden, glaube ich. Oder? Oder? Keine Ahnung. Das Spiel kackt jetzt nicht ab, oder? Ich weiß es nicht. Also, müssen wir es drücken? Ich höre was. Ah, jetzt kommt was. Okay, also. Was kann ich bisher dazu sagen? Also, ich weiß es nicht. Gerade keine Ahnung, also. Come on, you fucking parasites. The death is waiting. Okay, wenn wir hier weitermachen, also ich würde sagen, ich mache das im nächsten Part zu Hatred, weil das würde wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern. Es scheint ein etwas längeres Spiel zu sein. Ich weiß nicht, wie lange es in Wirklichkeit geht. Und ich will auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht, weil das ist, scheint sehr spannend zu sein. Und das ist auch sehr interessant. Also ich weiß nicht, wieso, weshalb, warum.
Es gibt ja viele Gründe und er hat bestimmt tausende davon. Keine Ahnung, vielleicht ist es alles zusammen und er ist angepisst. Wir wissen es nicht und in diesem Sinne freut euch auf das nächste Mal mit Hatred. Und ich bin Darko von Darkone und vergesst das Abonnieren nicht. Der Button ist irgendwo da unten, irgendwo unter mir. Unter mir in der Ecke jedenfalls. Ihr wisst, was ich meine. Ja, und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!